Die Premiere von Lulu nach Alban Berg und Frank Wedekind ist am 17. Januar im Schauspiel Hannover zu sehen. Bevor es Tonfilm und Fernsehen gegeben hat, war die Musikrevue der Blockbuster der Unterhaltungsindustrie. Sündhaft teure Ausstattungen, Spezialeffekte, Stars und viel nackte Haut zeichneten die Revuen in Berlin der 20er Jahre aus. Marlene Dietrich lernte dort ihr Handwerk beim Revue-Theater oder Erwin Piscato warb mit seiner Revue Roter Rummel für den Sozialismus. Die Revue der Weimarer Republik war unverfroren, mutig und vor allem am Puls der Zeit. Und heute? Tingeltangel, Lasershows, Akrobatik, bunte Kostümchen. Doch es keimt wieder Hoffnung, wie Malte Fischer festgestellt hat. Die Revue Key saniert den Berliner Friedrichstadtpalast. 200.000 Menschen sahen sie seit Oktober und retteten so das vom Konkurs bedrohte Traditionstheater. Mit einer Mischung aus Holiday on Ice und Las Vegas präsentiert sich die Revue als bonbonfarbenes und sündhaft teures Spektakel. Nur ein paar Häuser weiter im Admiralspalast probt eine lose Truppe aus Szenemusikern und Künstlern den radikalen Gegenentwurf. Mit einem Budget, das gerade Getränkebons und Taxigeld abdeckt, bestreiten Marc Scheibe und sein Orchester die Berlin-Revue. Monat für Monat komponiert und arrangiert Scheibe ein abendfüllendes Revue-Programm, ganz ohne Showgirls, dafür am Puls der Zeit und garantiert nostalgiefrei. Die Berlin-Revue ist eine Veranstaltung von heute. Sie fußt natürlich auf der Tradition. Das ist ja hier gerade so schön im Admiralspalast, dass das hier war. Also Revue gehört hierhin. Im Friedrichstadtpalast wird das ja noch so gepflegt. Im letzten Jahr habe ich Glanzlichter der Revue gesehen und das war sehr museal. Das berührt nicht, weil es vorgeführt ist und nicht gelebt ist. Und da sitzen zwei hervorragende Musiker und tolle Darsteller, aber sie dürfen nicht spielen. Und in der Berlin-Revue wird gespielt. Das Ensemble probt zum ersten Mal sein Abendprogramm, während im Foyer schon das Publikum wartet. Studenten und Szenevolk, das sonst eher in Clubs und Kneipen unterwegs ist. Ich war noch nie auf einer Revue, das ist mein erstes Mal. Also klassisch bin ich bestimmt da nicht. Revue ist ja normalerweise was sehr Steifes, sehr Gearbeitetes, wo monatelang eben du kommst von rechts und wenn ich bis drei zähle, schmeißt du mir den Ball zu und alle sagen ho. Klassische Revue ist ja erst eine Rentnerveranstaltung. Revuen gelten als bieder. Dabei waren sie zu ihrer Glanzzeit in Berlin der 20er rauschende Partys und Kulturevents, bei denen die großen Themen der Zeit in Szene gesetzt wurden. Revue-Star Josephine Baker begeisterte nicht nur die Massen, sondern wurde auch zum Sexsymbol der Künstler und Intellektuellen. Als die Nazis 1933 den Taktstock übernahmen, verlor Deutschland seine besten Revue-Komponisten und Regisseure. Das Genre wurde als harmlose Zerstreuung während des Fronturlaubs gepflegt und verlor seine subversive Frivolität. Bis heute. Die Berlin-Revue will zurück zum verruchten Glamour der 20er und mixt dafür Chansons, Clubmusik und Comedy. Songs wie der Unterschichten-Bossa Nova erzählen erfrischend zynisch und politisch unkorrekt von sozialen Realitäten im heutigen Berlin. Justin ist zweieinhalb und hat überlebt. Seiner Mutter ist das egal und Justin weiß es noch nicht. Justins Schwester Nadine, 12 Jahre, zur Zeit im Metadon-Programm. Sie ist mal wieder schwanger, was schon mal passieren kann. Statt glamourös aufmarschierender Frauenbeine im Gardemaß setzt man hier auf subtilere Reize. Schöne Menschen, schöne Frauen, tolle Musik. Also es erinnert total an die 20er, ist aber irgendwie trotzdem total modern und passt in die Zeit und nach Berlin. Eine Millionenproduktion wie Key muss für die ganze Familie funktionieren und darf niemandem wehtun. Die Berlin-Revue mit ihrem Minimalbudget und ihrem kreativen Chaos ist die wahre Revue der Hauptstadt. Arm, aber sexy.
Da es fast noch einen Monat hin ist bis zur nächsten Berlin-Revue, haben wir für Sie ein paar Möglichkeiten zusammengestellt, wie Sie sich die Zeit bis dahin vertreiben können. Unsere Tipps und Neuigkeiten.